Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Streckenlexikon-Video. Viele Strecken haben wir nicht mehr und heute geht es weiter in Abu Dhabi mit einer offiziellen Online-Runde. Habe ich hier in der Testlobby gemacht zum Einfahren auf den großen Preis von Abu Dhabi, deswegen jetzt viel Spaß mit der Runde. Erste Kurve hier ungefähr 75 Meter, runterbremsen, linken Körper nicht zu stark mitnehmen, habe ich ein bisschen zu stark mitgenommen, aber hier schon wieder früh ans Gas, die links-rechts geht natürlich voll, da sollte man im Qualifying nicht lupfen, sondern Vollgas durchfahren. Dann auf der rechten Seite, wenn der Curb anfängt, hier runter in die Kurve reinfahren, diesen Curb ganz stark mitnehmen und den hier eigentlich nicht so viel mitnehmen, besonders nicht diesen gelben Hügel in der Mitte der Kurve. Dann hier rechts weit raus Schwung holen, zweiter Gang, jetzt erster Gang, dass das Auto mal wieder rumgeworfen wird. Direkt wieder hoch in den zweiten, dann relativ schnell in den dritten beim Ausgang, dass man voll aufs Gas treten kann. Vierter Gang natürlich auch und dann hier DRS nicht vergessen. Und dann geht es ganz weit runter Richtung Haarnadel, wenn man das so möchte. 100 Meter Schild auf der rechten Seite. Ab dann voll in die Eisen. Dritter Gang, zweiter Gang. Auch kurz in den ersten, dass das Auto wieder rumgeworfen wird. Allerdings im zweiten, dritten Gang rausbeschleunigen. Hier den Innenkörb wieder nicht zu viel mitnehmen. Außenkörb auch, wenn es geht, stehen lassen, nicht groß mitfahren, dann hier natürlich ganz links bleiben, ist der kürzeste Weg. Keinen großen Schwung holen. Dann auf der rechten Seite 100 Meter Schild, da ist es passiert. Wenn es außerhalb des Bildschirms geht, dann runterbremsen, innen gut mitfahren, dritter Gang. Dann hier in der Kurve in den vierten Gang, dass das Auto nicht mehr groß rutscht und ihr schon früh aufs Gas gehen könnt. Hier auf der rechten Seite, wenn die Grasfläche aufhört auf dem Boden, dann könnt ihr einlenken, Innenkörb nicht zu stark mitnehmen und den hier außen auch nicht. Also die Runde geht noch besser, aber ich will euch ja nur die Strecke zeigen. Hier natürlich Vollgas, dann wenn ihr gerade steht hier in der Kurve, einfach gerade anbremsen und beim Einlenken von der Bremse runter. Kurzer zweiter Gang wieder, dass das Auto rumgeworfen wird. Hier vor dem Würfel einlenken, Innenkörb kann man gut mitnehmen. Hier kurz in den vierten und in den dritten, dass das Auto rumgeworfen wird. Dann könnt ihr nämlich im vierten hier schon wieder Vollgas fast raus beschleunigen. Dann vorne linke Seite. Wenn das 100-Meter-Schild da steht, müsste das sein. Jetzt ist es schon weg, aber da steht normalerweise das 100-Meter-Schild oder das 50-Meter-Schild. Dort einlenken, volle Kanne. Hier in die Kurve rein, vierter Gang, dritter Gang, dass das Auto rumgeworfen wird. Direkt wieder im vierten Gang raus beschleunigen und dann natürlich ganz links bleiben. Ist wieder der kürzeste Weg. Und dann fährt man so eine Online-Runde in Abu Dhabi und das Ganze jetzt natürlich noch im Originaltempo und nochmal versucht oder erklärt von mir. Hier natürlich auch Schwung holen, ganz wichtig, ihr könnt ja schon ein paar Zehntel rausholen, alleine bei der Beschleunigung. Jetzt auf der rechten Seite ungefähr 75 Meter runterbremsen, Innenkörb nicht zu stark mitnehmen, Außenkörb am besten stehen lassen. Vollgas natürlich hier durch, gar kein Problem. Jetzt haben wir uns da vorne gemerkt, rechte Seite, wenn der Curb anfängt, voll runter in die Kurve rein, runterschalten, auch den zweiten Gang hier benutzen zum Rotieren. Dann hier Haarnadel, erster Gang. Ihr seht, wie das Auto rumgeworfen wird, alleine durch das Runterschalten. Das ist in dem Spiel wieder sehr, sehr mächtig. Die Gerade sollte für niemanden ein Problem sein, DRS natürlich nicht vergessen. Auf der rechten Seite 100 Meter Schild. Runterbremsen, zweiter, erster Gang, im dritten Gang hier raus beschleunigen, dann ganz links bleiben, DRS natürlich auch hier nicht vergessen, da vorne wieder, wen wundert's, 100 Meter Schild auf der rechten Seite, hier runterbremsen, gerade in die Kurve rein, dann vierter Gang zum rausbeschleunigen, Curb könnt ihr gut mitnehmen, hier wenn die Grasfläche auf dem Boden aufhört, einlenken, Curb außen stehen lassen, nicht mitnehmen. Dann hier voll rechts und wenn ihr gerade fährt, einfach gerade bremsen. Beim Einlenken von der Bremse runter, hier kurz vor dem schwarzen Würfel. Hier dritter Gang, vierter Gang direkt wieder raus beschleunigen. Und jetzt links oben ist da auch ein Würfel, habe ich gesehen. Hier ab dem Moment, wo der Würfel aus dem Bildschirm rausgeht, einlenken. Und hier in die Kurve, dritter Gang, kurz zum Rumreißen, vierter Gang und raus beschleunigen. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.